Der einzige Weg in die geheimnisvolle Welt der Nabatea führt durch den gewundenen, 2 Kilometer langen Engpass Bab as-Sik. Am Ende des Passes stehen wir dem besterhaltenen Baudenkmal gegenüber, dem Schatzhaus. Man vermutet, dass es sich um ein Monumentalgrab handelt. Mehrere mächtige Bauten am Felsabhang bezeichnet man als Königsgräber. Die Sonne lässt nach und wir müssen uns auf den Rückweg machen. Am nächsten Tag um 8 Uhr morgens erreichen wir das Touristenzentrum Hurghada mit seinen wunderschönen Stränden. Für uns ist Hurghada aber der Ausgangspunkt für eine Fahrt nach Luxor. Mit einem privaten Konvoi fahren wir 160 Kilometer landeinwärts durch die von Wüste und Wadis geprägte Landschaft. Nach 4 Stunden Fahrt besuchen wir die Tempelanlage von Karnak, dem gewaltigsten Heiligtum der Pharaonenzeit. Thank you.
Nach kurzer Fahrt durch Luxor geht es zum Tal der Könige. Aufnahmen hierzu sind leider nicht gestattet. Wieder in Luxor angekommen, besichtigen wir den Tempel von Luxor. In den Morgenstunden des 27.03. tendern wir in Suez aus, um die Millionenmetropole Kairo zu besuchen. Die Astoria wird derweil den Suezkanal passieren und uns erst in Port Said wieder aufnehmen. Der Besichtigungsreigen beginnt mit der Zitadelle und der Mohammed Ali Moschee. Sie wird auch Alabaster Moschee genannt. Erst 1984 räumte das Militär das Areal und machte es der Öffentlichkeit zugänglich. Herrlich ist von hier aus der Blick auf Kairo. Anschließend geht es zum Ägyptischen Museum, wo sich einmalige Schätze aus Ägyptens Geschichte befinden. Doch auch hier darf nicht gefilmt werden. Danach geht es nach Gizeh zum Lunch. Vor uns steht das letzte der sieben Weltwunder der Antike, die die Zeit überdauert haben. Es sind die Pyramiden von Gizeh. Vor uns stehen die Cheops, die Khefren und die Mykerinos-Pyramide. Die Cheops-Pyramide ist mit 137 Metern die größte der drei. Die Khefren-Pyramide ist einen halben Meter niedriger als die Cheops. Sie wirkt aber größer, weil sie auf einem höher gelegenen Plateau steht. Die dritte, kleinste und zugleich jüngste der Pyramiden von Gizeh ist die 62 Meter hohe Mykerinos-Pyramide. طولي راشي
Unterhalb der Khefren-Pyramide zieht die 47 Meter lange Sphinx die Aufmerksamkeit auf sich. Sphinx, auf Arabisch Abu el-Hol oder Vater des Schreckens, wurde zum Schutz von Khefrens Grabmal gebaut und trägt die Züge des Pharaos. Ein Jahrtausend nach ihrer Entstehung war sie vollständig vom Flugsand verschüttet. Thutmosis IV. Ließ sie im 15. Jahrhundert vor Christus ausgraben, wie es in einer Inschrift zwischen ihren Pranken besagt. Rund 3000 Jahre später fielen die Nase und der Bart der Sphinx den Schießübungen der Mamelucken zum Opfer. In der Nacht zum 26. März erreichen wir dann die Astoria wieder. Die Astoria begrüßt das Heilige Land, das Ziel aller Kreuzfahrer. Wir wollen heute die Hauptstadt Jerusalem besuchen, die eine geheiligte Stätte für Juden, Muslime und Christen darstellt. Als erstes fahren wir zum Ölberg und haben einen fantastischen Blick auf die Stadt. In einem zweistündigen Rundgang folgen wir der Via Dolorosa mit den Stationen des Kreuzweges bis zur Grabeskirche.